Hallo meine lieben Zuschauer, ganz recht herzlich begrüße ich euch hier aus Südschweden, aus der Mitte vom Nirgendwo, aus meinem kleinen Bed and Breakfast. Und heute habe ich euch was von Lego Ideas mitgebracht. Es ist die 40448 und zwar diesen Oldtimer hier, dieses Gabriolet Oldtimer. Und das ist ein spezielles Set, das gab es als GWP, also als Gift with Purchase. Heißt, wenn man bei Lego was einkaufte, für einen gewissen Betrag, dann gab es dieses Set hier gratis dazu. Und deshalb ist das was Spezielles. Das konnte man nicht einfach so im Geschäft kaufen, sondern man musste was dazu kaufen, damit man das geschenkt bekommt. Das macht ja Lego so öfters und diese Sets sind zum Teil sehr cool. Und wenn da was Cooles dabei ist, dann schaut man am besten, dass man bei Lego was bestellt, was es eben nur exklusiv bei Lego gibt und nicht bei anderen Geschäften, wo man auch Rabatte kriegt. Weil bei Lego kriegt man ja eigentlich nie Rabatte, außer die VIP-Punkte, aber dafür eben mal so ein Gift with Purchase, also ein GWP, und so ein Auto für eine Stadt ist doch was Cooles. Das hier ist die Box. Das hier die Rückseite. Ja, ein schönes, cooles Set. Und vielleicht noch was zu Ideas gesagt. Eben, Ideas ist ja so eine Serie, wo Menschen wie du und ich, also nicht Lego-Mitarbeiter, sondern einfach Menschen, ein Set entwickeln, also wie das hier, das dann auf der Lego-Ideas-Seite hochladen und dann kann man da abstimmen über diese Sets. Und wenn das genügend Stimmen bekommt, das sind über 10.000 Stimmen, dann schaut sich das Lego an, ob sie da ein Set daraus machen. Je nachdem machen sie da eins oder halt auch eben nicht. Und ich finde diese Idee cool, dass man da eben auch seine Entwürfe und so, seine Ideen da mit einbringen kann und Lego dann, wenn man Glück hat, ein Set daraus macht. So wie das hier passiert ist. Das hier ist die Anleitung. Hier ist dann noch ein bisschen was von dem Menschen, der dieses Set entwickelt hat, der da ein bisschen was schreibt. Und nach 54 Seiten Bauen hat man dieses Set zusammen. Ich meine, klar, das ist ja nicht ein riesen Set, aber ich finde es ein schönes Set. Hat zwei schöne Minifiguren und ist ein cooles Auto, das in jede City passt, je nachdem. Also bei mir passt das, das kann man dann vor Steiner stellen oder irgend sowas, wo ja auch schon so ein Oldtimer steht. So sieht das dann von oben aus. Und so sieht das von unten aus. Also auch keine blöden Teile da verbaut. Ein stimmiges Auto. Ich zeige euch mal die Minifiguren. Und das Spezielle ist, die hier haben einen, also der hier hat eine Jacke an. Von Hidden Side, vom College da, von dieser Schule. Und das ist doch eine gute Kombination irgendwie, wenn da die Leute dann, also wenn das so kombiniert wird, so zwei verschiedene Serien. Ja, glaube ich auch noch. Nee, kein zweites Gesicht, aber ist eine schöne, coole Minifigur mit Sonnenbrille, die hier in diesem Auto herumcruist. Und dazu ein Girl. Eben auch mit Sonnenbrille. Sie hat dann noch ein zweites Gesicht. Auch eine schöne Minifigur. Also ich meine, das sind jetzt keine mega speziellen Minifiguren. Die gibt es eben auch in anderen Sets oder so ähnlich, zumindest die Teile. So sieht es dann von hinten aus mit dem zweiten Gesicht. Aber zwei schöne Figuren, die hier zu diesem Auto passen, das ist wichtig. Und man braucht ja auch einfach, für eine Stadt braucht man einfach generische Figuren. Und eben, dieses Auto, ich finde das cool, auch mit diesem Surfbrett hier auf der Seite, das so als Verzierung ist. So sieht dann noch das Cockpit ohne Leute aus. Und auch die Farbe ist cool und ja, schönes Auto. Mir gefällt es. Und eben, es gab es im Prinzip gratis dazu, also im Prinzip muss man so rechnen, dass man eben, wenn man keinen Rabatt bekommt, bekommt man halt noch was Zusätzliches zum Bauen. Und wenn das so was Schönes wie das hier ist, dann sage ich nie nein. Dann schaue ich, was es halt gibt, was ich brauche.
Wenn ich dann nichts brauche, dann brauche ich halt nichts, dann habe ich halt auch dieses GWP nicht, das ist dann nicht schlimm. Aber wenn es gerade was hat, was ich sehr gut gebrauchen kann, ich ein bisschen was auf die Seite gelegt habe, dann wird das gekauft und dann habe ich ein cooles weiteres Set, das ich zusammenbauen kann. Und ich finde das schön. Also das hier ist eben auch ein tolles Set. Und ich finde es gerade bei Ideas sollte es weitere so kleine Sets geben, die man aber auch kaufen kann. Bei Ideas, die sind auch sehr viele große Sets, aber letztens eben diese Pirate Bay zum Beispiel dabei oder die Sesamstraße, Seinfeld war da, Friends, also diese Fernsehserie oder Familie Feuerstein, das Haus von Fred Feuerstein und so. Und das sind alles super coole Sets, aber es sind halt alles wieder größere Sets, deshalb finde ich es ja cool, wenn es mal so was Kleines geben würde, das man kaufen könnte. Und nicht, dass man immer ein GWP daraus machen würde. Aber ja, das hier hat gepasst, ich habe das und habe da meine Freude daran und finde es ein schönes Set. Wie findet ihr dieses Set? Habt ihr das auch? Holt ihr euch das damals auch? Ich weiß gar nicht, das war glaube ich vor ein oder zwei Jahren oder so. Oder sogar vor drei, ich weiß es gar nicht. Steht schon eine Weile in meiner City rum. Könnt ihr mal schauen, hier ist vielleicht das Jahr drauf. Ah, 2021, also vor einem Jahr. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben, gerne auch ein Abo dalassen, damit ihr keines meiner Videos mehr verpasst. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß mit so einem coolen Flitzer, mit Lego Ideas, mit allen GWPs, die ihr habt, mit allen anderen Sachen, die ihr macht. Habt Spaß, genießt es und bis bald.